So, und hier sind wir mal wieder. Und jetzt endlich mache ich mein Versprechen wahr. Wir reisen zum Bruchstück des Reisenden, um das Artefakt, welches wir ja freigeschaltet haben, zu untersuchen. Los geht's. Schon wieder der Wald. Unser letzter Besuch war zumindest unvergesslich. Mal sehen, was wir finden können. Sieht ein bisschen anders aus, wie beim letzten Mal, meine ich. Schauen wir mal. Ah, und falls ihr euch fragt, gestern hatten wir noch gar keine Munition für das Teil, heute schon? Ich weiß es nicht. Wir haben die geschenkt bekommen. Ich habe mich gleich aufgemacht. Und habe nicht noch einen Zwischenstopp eingelegt. Wir haben die Munition geschenkt bekommen. Wir freuen uns. Der düstere Wald. Die Tickzeit. Wow. Palim, Palim. Tolle Atmosphäre hier. Hey, siehst du das? Da drüben, das Licht. Ich denke nur, wenn Rasputin all diese mächtigen Sachen hatte und er verlor, was hat er dann gelernt? Eine Lichtsäule von Cake 6. Okay, ja, was hat er wohl gelernt? Was er wohl dieses Mal versucht? Wenn ich vom Staubpalast höre und wie diese Psion-Schinder in Rasputins Verstand eingedrungen sind, frage ich mich, worüber sie sich unterhalten würden, Rasputin und diese Kreatur. Denn auch ich war ein Diener. Ich war ein Kriegsinstrument, das dem Willen eines niederen Herrn gehorchen musste. Doch ich lernte, mehr zu sein. Sie lässt das Gewehr zurück und geht über den nackten Obsidian in den Schwarm, feuernd. Jeder Schuss aus dem alten Revolver einem Wort gleich. Der Steinrauch dort, wo das Arkusfeuer ihn trifft. Und das Schrapnellgewehr wirft Blätter an Obsidian auf wie gläserne Schmetterlinge. Sie schießt ihre Bandoliere leer. Und ein Team von Vandalen in glasartiger Tarnung springt auf und kommt ihr mit Messern entgegen. Doch sie hebt ihre Hand und brennt sie lachend nieder mit der goldenen Kanone. Achtung, Gefallene!
müssen. Feinde? Ja. Und weiter geht's. Vielleicht sind diese Lichtprojektionen Lektionen. Denk doch mal, wie mysteriös dieses System ist, sagte ich. Wie viel Leben entstand, als der Reisende erschien, wie die Ahamkara. Kennst du die alten Legenden? Den Drachen, der Versprechen gab. Ich nehme also das Fossil mit einer übertriebenen Geste aus der Tasche. Sie nahm ihr Messer und säuberte ihre Nägel damit. Das hat mich wütend gemacht. Du hättest nie einen von denen erledigen können, sagte ich. Nie. Nicht den größten Jäger. Nicht den stärksten Titan. Ihre Augen verengten sich. Sie sagte, ach, ist das so? Und ich habe direkt gesehen, dass sie der Herausforderung nicht aus dem Weg gehen wird. Mhm. Aber schon cool gemacht. Mein alter Freund Andel, er stand immer hier auf diesem Fleck, erzählte immer diese irrwitzigen Geschichten. Er sagte, weißt du, Kate, ich habe mir die Beweise angeguckt und bin zum Schluss gekommen, dass du es bist. Du bist Rasputin, der legendäre Kriegsgeist, Verteidiger der Erde. Und ich wünschte, du würdest dich daran erinnern, dein volles Potenzial entfachen und uns alle retten. Du siehst, wie peinlich das sein würde. Mhm. Ich sag dann, was ich jeden Tag sage, ist ja kein Geheimnis. Okay, ich suche ihn dann. Ich sag Rasputin, dass wir seine Hilfe brauchen. Und Ikora guckt mich mit diesem Blick an, weißt du, wie wenn man mit ihr redet und einem klar wird, wow, du brauchst nicht einmal einen Bruchteil deines Gehirns für mich, oder? Mit genau dem Blick. Sie sagt, Kate, das Problem ist nicht nur, dass wir Rasputin nicht finden können. Das Problem ist, dass wir nicht wissen, ob Rasputin überhaupt gefunden werden will. Nicht geschickt. Ja, es kann man sich das natürlich auch zusammenhalten. Noch ein Bruchstück des Reisenden. Aber wir sind nicht allein. Hm? Ah. Das Bruchstück hat uns gerufen. Ich weiß es. Tja, dann.
Das ist das Geschenk des Bruchstücks. Nutzen wir es. Schon super bereit. Okay. Alles ganz super, aber für die da. Ich bekomme Funkübertragungen der Gefallenen rein. Sie rufen Verstärkung. Ja, warum nicht? Unglaublich. Wenn das ein Test war, haben wir bestanden. Yay! Kann ich das nachgucken? Den behalte ich jetzt trotzdem. Ich bin sicher, der Reisende hat uns bewusst in den Wald gerufen. Unfassbar, dass selbst ein kaputtes Bruchstück noch so viel Gutes tun kann.
Ja, dann schauen wir mal. Revolverheld. Wir könnten... Also, was haben wir hier? Messerkünstler. Wirf ein Messer aus der Distanz. Präzisionskills. Mit dieser Nahkampffähigkeit laden diese sofort wieder auf. Mit jedem Präzisionstreffer gerätst du in eine Trance, die die Abklingzeit dann super reduziert. Das ist da. Messer-Tungleur-Kills gewähren super Energie. Messer-Tungleur. Okay. Ermöglicht Präzisionsschaden mit der goldenen Kanone. Präzisionstreffer mit der goldenen Kanone erschaffen Sphären des Lichts. Präzisionstreffer mit der goldenen Kanone erhöhen deren hinzugefügten Schaden und verlängern die Einsatzzeit. Okay. Mit dieser Explosionsmesser. Mit dieser Nahkampffähigkeit kannst du ein Messer aus der Distanz werfen, das explodiert, wenn es auf sein Ziel trifft. Präzise Kills erhöhen das Waffen-Nachladetempo für dich und Verbündete in der Nähe. Erhöht deine Fähigkeit, mit der goldenen Kanone zu treffen, erheblich. Und die goldene Kanone kann schnell bis zu 6 Mal abgefeuert werden. Oh, nice. Ich glaube, ich mache das da. So, dazu bräuchte man Level 15. Weg des Banditen. Arkus-Akrobaten. Deine Ausweichfähigkeit wieder auf. Ausweichen erhöht deine Nahkampfreichweite, wodurch du weiter springen kannst, um deine Feinde anzugreifen. Zack. Und nachdem du ausgewichen bist, erzeugt jeder Treffer mit dem Arkusstab ein Blitznachbeben, das Schaden verursacht. Das heißt, zuerst ausweichen. Nee, super aktivieren. Ausweichen. Arkusstab treffen. Hört doch gar nicht schlecht an. Ich glaube, ich bleibe hier wirklich bei dem. Bei dem hier, weil. Ja, bisher habe ich nur 3 Schüsse. Später ab Level 15 komme ich auf 6 Schüsse mit dem Weg des Banditen. Im Weg des Kriegers. Ja, ich glaube, ich bleibe bei dem hier. Okay, dann bis dahin. Und morgen gehen wir zum Planeten Nessos. Also dann, bleibt dran und ciao.